Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich angekommen in der Antarktis, waren dabei schon hier dieses ganze Transportterminal zu erkunden. Und wir sind jetzt hier in diesem riesengroßen Raum. Da draußen, ach guck mal, da ist sogar noch ein Bereich da oben, wo wir noch gar nicht waren, ne? Interessant. Da draußen sind auf jeden Fall hinter uns giftige Motten und die sind ziemlich ekelhaft. Und wir haben hier einen Hinweis auch auf die Ashfords und auf den Erbauer des, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber ihr könnt mich ja dann berichtigen, auf den Erbauer des der Villa aus dem ersten Teil. Genau, und wir erkunden jetzt hier weiter. Und sie hängen jetzt hier vor einem einfachen Schloss. Wir können aber den Dietrich benutzen. Oh, das ist Shotgun-Buddy. Ja gut. Nehme ich gerne, wenn ihr mir dazu noch eine Shotgun gebt. Das ist ja Munition für eine Waffe, die wir noch nicht haben. Toll. Das heißt aber auch, dass das hier noch eine fette Weile geht, das Spiel. Also wir sind ja gerade erst in der zweiten Hälfte angekommen. Da ist ein Hebel und ein Licht. Ein Schalter für die Sortiermaschine. Kein Stromzufuhr. Ja, die, ach, guckt mal, eine Warnung. Antibogas. Okay. Ja, das ist interessant. Kontrolltafel für die Sortiermaschine ohne Strom. Okay, wir brauchen hier Strom. Ja, das haben wir beim letzten Mal, das haben wir ja auch schon gemerkt, ne, dass hier irgendwie alles tot ist. Gut. Haben hier zwei Räume. Boah. Oh Mann. Das könnte jetzt. Das wird jetzt. Ich will hier gar nicht drin sein, ey. Was? Oh Gott. Ich höre hier was. Nehmen wir den Granatenwerfer, bitte. Ich weiß nicht, was hier rumläuft. Die Gasmaske ist im Notfall. Oh Mann, ich habe hier total Schiss gerade. Was ist das denn? Spinnen! Spinnen! Okay. Hier könnte ich jetzt natürlich eine Shotgun gebrauchen, ne? Oh Gott, geh weg! Ih! Oh Gott, geh bloß weg! Blödes Dicksding! Oh Gott, machen die viel Schaden? Gelb, toll. Rennt hier noch eine rum? Hier rennt noch eine rum. Oh, meine schöne Granaten-Buddy-Bitch. Oh, das scheint eine Kultivierungskapsel zu sein. Was für Lebewesen wurden hier gezüchtet? Ja, ekelhafte Lebewesen. Ach, guck mal da. Munition? Okay, aber ich habe da doch noch was anderes gesehen. Hier ist noch etwas. Nee, doch nur Muni. Ich hatte jetzt gehofft, dass hier eine Shotgun liegt. Das sah so aus. Scheint ein Teil einer Sortiermaschine zu sein. Das Förderband ist defekt. Da ist ein Spalt. Willen. Da rennen hier die Spinnen rum. Was haben die hier gemacht? Pfeile. Okay, das ist gut. Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Ja, okay. Was für Lebewesen wurden hier gezüchtet? Wo ist denn die Spinne? Ach, da unten. Da unten, guck mal. Okay, ja, du kannst gerne spucken da unten. Ist mir egal, du blödes, ekelhaftes Vieh. Was? Barcode-Aufkleber? Was ist das jetzt? Oh Gott, und wir können da runtersteigen. Boah, das ist ziemlich ekelhaft hier. Aber guck mal, was ich da sehe. Heilung. Sehr gut. Aber das Blaue lasse ich erstmal liegen. Ich brauche jetzt mal das hier. Das Grüne, weil ich möchte mich hochheilen, Freunde. Ich möchte mich echt hochheilen. So. Sehr schön. Wir sind wieder im grünen Bereich.
Wir könnten uns da unten dann um die Spinne kümmern. Oder kommen wir hier rein? Fest verschlossen. Okay, da kommen wir scheinbar nicht rein. Was ist das hier, ey? Das ist so ekel. Oh! Oh Gott. Ja, spuck du nur nach oben. Mann, 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 Mann. Müssen wir denn überhaupt da runter? Ich glaube schon, weil da ist nämlich ein Loch. Ja, die Kapsel, okay. Das ist auf jeden Fall... Oh Gott, danke. Du blödes Drecksvieh. Okay, wir müssen hier weg. Ach, guck mal. Förderband ist defekt, da ist ein Spalt. Ja gut, aber nee. Hier ist echt nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Zumindest nicht so, wie ich das sehe. Oder hier können wir doch rein. Aber hier versteckt sich auch nichts. Haben wir vielleicht hier noch irgendwie Muni? Nein, okay. Okay. Gasmaske. Oh Mann. Was ist hier los? Was ist irgendwelche Bauräume? Wo hier irgendwelche mutierten Spinnen rumlaufen? Ja. Ich hasse sowas. Aber wir müssen ja doch in den Ant. Ach, guckt mal. Oh. Okay, da oben blinkt was. Frage ist, wie kommen wir da hin? Müssen wir jetzt ernsthaft wieder hochlaufen? Waren wir da oben schon mal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Weapon. Das hört sich doch schon viel, viel netter an. Weapon ist immer gut, ja. Oh Gott! Ganz blöd jetzt. Ganz blöd jetzt, so nah. Ach, Gott sei Dank. Okay. Nicht so nah, Kollegen. Okay. Noch einer. Bleib liegen. Du, komm her. Er steht nochmal auf. So. Bleibst liegen. Ja, sehr gut. Warum hält sie sich schon wieder? Egal. nein, ich wollte... Ich wollte doch nicht hier raus. Mensch, geh da wieder rein. Geh wieder rein in diesen Raum. Was auch immer das da oben ist, was da so blinkt, ne? Keine Ahnung. Geh wieder hier rein. Ich will hier eine Waffe finden. Ist das jetzt hier... Was ist das jetzt hier? Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Leute. Liftraum. Der Lift ist in der oberen Etage. Aha. Hier ist nichts Nützliches. Benzinkanister. So sehr viele Chemikalien. Wofür sie das alles benutzt haben? Ich will es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Ich will es nicht wissen, Claire. Das ist ein Teil der Sortiermaschine. Scheint, als ob die Güter hier gesammelt wurden. Ah, guck mal, da liegt was. Ein Schlüssel oder was? Maschinenraumschlüssel. Okay, ja. Okay. Komm her, Zombie. Komm her. Da. Er steht nochmal auf. Neun Schuss hat der gebraucht. Was zur Hölle nochmal. Hier ist nichts Nützliches. Ja, Claire, was findest du denn nützlich? So, kann man hier irgendwie hoch? Nein, okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, hier hinter scheinbar. Okay, und hier ist irgendwo noch... Genau. Da hinten ist er doch. Ja, genau. Ihr ekelhaften Zombies hier, ey. So. Oh. Was? Was ist das denn? Eine Kalaschnikow. Oh, wie geil. Eine Kalaschnikow. Und wir können sie nicht mitnehmen. Wir können sie nicht mitnehmen. Was soll das denn? Ich will die Kalaschnikow haben. Oh Gott. Benutze. Ach, Quatsch. Kombi. Müssen wir jetzt echt wieder zurück zum Safe-Raum laufen. Das ist aber nicht gerade um die Ecke. Und wir können jetzt da vorne da weitermachen. Aber da ist der Kalaschnikow. Ich will die Kalaschnikow haben.
Aber das ist auch eine Doppelwaffe. Kann man nichts irgendwie. Nee, wir können nichts. Doch! Moment! Kombinieren damit und dann haben wir zwei Plätze. Ah, danke. Wir können die Kalaschnikow mitnehmen. Jawohl, Freunde. Sehr schön. AK-47. Sturmgewehr. Oh, eine Prozentwaffe. Das ist echt wie der Anfang vom ersten, von der ersten Hälfte, ne? Gucken wir uns die mal an. AK-47, ja, sag ich ja. Sturmgewehr. Es verwendet 7,62 mm Munition. Aber werde ich mir definitiv aufsparen. Also eine Kalaschnikow werde ich nicht an Zombies benutzen. Oha, was ist das denn? Ich stand da die Raketen, ja. Ich frage mich, wo wir die benutzt wollten. Ach, Claire, du bist so schön. Du bist so schön naiv. Wofür wollten sie die wohl benutzen? Gegen Bows natürlich. Hier steht's ja. Ja, okay. Sonst haben wir hier gar nichts. Echt nicht? Doch, ich wusste es doch, da ist noch ein Item, was wir sehr wahrscheinlich brauchen, ne? Müssen wir wegen einem einzigen. Hier ist Sprengstoff ohne Zünder. Müssen wir wegen einem einzigen Item jetzt nochmal den ganzen. Ach, Freunde. Tut mir doch sowas nicht an. Ja gut, aber da müssen wir es halt nochmal. Dann müssen wir halt jetzt doch mal. Oder wartet, nee. Gar nicht wahr, wir können ja den Schlüssel da vorne benutzen. Wir können ja den Schlüssel benutzen. Na, hier ist ja irgendwo eine Tür. Genau hier vorne. Ach, bei der Treppe, da waren wir ja auch noch gar nicht. Ja, okay. Wir können ja den Schlüssel hier benutzen. Minenraumschlüssel. Ablegen, ja, ablegen. Bienenraumschlüssel? Ich habe da eben Maschinenraum. Okay. Dann war das also eben nicht der Bienenraum, sondern der Maschinenraum. Ja, danke. Lesen muss gelernt sein, ich weiß. Gut, Leute, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Code Veronica. Ja, wie wir uns hier durchkämpfen. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's nach wie vor sehr gut, muss ich sagen. Schönes Wetter gerade draußen, muss ich sagen. So, und was haben wir hier? Sprengkapsel. Sprengkapsel. Hier benutzen oder was? Da benutzen. Oh, der Sprengstoff ist jetzt wärmeempfindlich. Abgeschlossen. Werbeempfindlich. Na gut, okay. Lassen wir es einfach mal so. Lassen wir das Schloss einfach mal Schloss sein. Ich meine, wir haben ja noch eine Tür, wo wir doch hingehen können, ne? Und die würde ich sagen, gucken wir uns jetzt an. Ja, wie gesagt, Freunde, geiles Wetter draußen. 17 Grad Sonne steht hier unten auf meiner Taskleiste. Ja, so lässt sich's doch leben, muss ich mal sagen. Nach dem sehr langen, wie ich finde, kalten Winter freue ich mich doch jetzt endlich mal auf ein bisschen was wärmere Temperaturen hier. Ja, tut auch mal gut, mal wieder mit T-Shirt rauszugehen. Ist halt einfach geiler, als die ganze Zeit so eine Jacke anzuziehen. So, was haben wir hier? Gucken wir uns mal um. Was haben wir denn hier? Wieder ein Käfig. Oh Gott. Ah, das ist eine Mine. Ah, okay. Ja, es ist halt eine Mine. Ne, das haben wir ja beim letzten Mal schon in diesem einen Dokument da gelesen, dass wir uns hier in einer Mine befinden. Und hier gibt es anscheinend gar nichts. Gehen wir einfach mal hier. Was ist das denn? Was? Ein Loch mit 8 Ecken. Hier ist ein Warnhinweis. Giftgas. Im Notfall das Ventil schließen. Lass mal.
Ich will damit nichts zu tun haben, mit irgendwelchen Giftgas. Lasset. Oh, da ist ein Fass, da können wir draufballern, oder was ist hier los? Nee. Nee, da können wir nicht draufballern. Oh, das erinnert mich ja gerade ein bisschen an Tenchu, dieser Bereich. Mit der Mine, muss ich sagen. Also Tenchu Wrath of Heaven. Sehr gutes Spiel im Übrigen, kann ich empfehlen, dass ihr das mal zockt. Aber gut, jetzt ist mal weiter hier bei Resi. Was ist das jetzt hier schon wieder? Ein sehr verwirrender Raum. Was? Hunde. Hunde. Okay, hier sind Hunde drin. Warum sind hier Hunde drin? Welche Haustiere von Mitarbeitern? Was für Haustiere rennen denn hier rum? So, der eine ist kaputt. Sehr gut. Aha. Was ist das hier? Die Schalttafel hat keinen Strom. Ich muss zuerst den Generator aktivieren. Oh, da ist er. Boah, das war knapp. Alles hat hier keinen Strom. Verdammt nochmal. Warum hat denn hier alles keinen Strom, ey? Oh. Oh. Da ist noch ein Hund irgendwo. Da! Und hinlaufen und draufballern. So. Alles klar. Nicht übersehen, nicht übersehen, nicht übersehen. Hier, grünes Kraut. Sehr schön. Wir kriegen hier viel Heilung, finde ich. Das ist echt gut. So. Aha. Ja, ist das hier der Generator? Ah, ja. Dann machen wir den Strom an, Claire. Jau. Das ist wesentlich einfacher als bei Dino Crisis. Muss ich sagen. Also mit dem Generator aktivieren. Da braucht man keine Spezialteile und nix, ey. So, hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas in den Gängen. Hier hinter oder so. Da gibt's doch bestimmt noch was. Oder? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, toll. Aber ich kann es nicht mit... Ah, nein! Verdammt, ich hab's benutzt. Warum geben die uns auch die... Nein, hört's auf. Ach, verdammt nochmal. Wir sind total voll hier, ne? Das heißt, wir müssen hier noch einmal kurz hindern. Ach, und wir können jetzt auch hier diesen... Den Strom verteilen. Ja, mach mal. Leg den Schalter um. Ah, und wir haben Licht. Das ist gut. Wir haben Licht. Es werde Licht, Freunde. Gut, aber wir müssen trotzdem doch mal hier zurückkommen. Das ist blöd, wegen der einen Heilung da. Na, also die grünen Kräuter möchte ich so gut wie möglich mitnehmen, natürlich. Es gibt's hier auch Musik. Das ist geil. Das ist geil. Jetzt gibt's hier eine Musik. Aber ja, wir haben jetzt den Strom halt angemacht, ne? Wir müssen noch einmal komplett so kurz in den Safe-Raum. Stopp, die Tür hier. Und, ist wieder bei den blöden Viechern da vorbei. Genau die. So. Hallo? Das lebt noch! Ach so, das... Das lebt noch, das Ding! Gott. Ah, okay, jetzt lebt... Ah! Was zur... Was hat mich denn da jetzt getroffen? Ah ja. Okay. Oh, verdammt. Vergifte mich nicht wieder, du blödes Teil. Ist es tot? Das ist jetzt... Ja, war klar. Komm,
Hau ab. Okay, da oben guckt sie hin. Das scheint eine Art Nest zu sein. Ja, okay. Ich kann es nicht zerstören. Aber was ist mit diesem Zombie da oben? Bin ich wieder vergiftet? Nee. Okay, wunderbar. Warum haben wir denn jetzt wieder einen Platz frei? Ah. Wenn wir Uni verschossen. Okay. Was heißt, wir müssen gar nicht zurück. Wir müssen gar nicht zurück. Okay. Das heißt, wir können da wieder zu dem Generator hin, die Heilung holen. Und dann mal gucken, was wir hier mit dem eingeschalteten Strom machen können. So. Das ist aber auch ein sehr unbequemer Bereich hier, ey. Muss ich sagen, also wenn möglich, möchte ich hier nicht so lange verbringen. So, dann laufen wir hier vorbei. Ich denke hier bei dem Raum über, dass da irgendein Samurai um die Ecke kommt. Naja, egal. Das macht gerade Spaß, muss ich sagen. So. Ach, da liegt auch noch Munition. Guckt mal. Ja, toll. Jetzt müssen wir doch zurück. Da liegen sogar noch mehr Kräuter. Guckt euch das mal an. Verdammt, wir müssen doch zurück. Ach, was ist denn das jetzt? Wir müssen doch zurück. Ah, sorry dafür. Aber nun gut, so ist es halt. So ist es halt. Die geben uns ja hier keine Kiste. So, was haben wir hier nochmal? Da ist gar nichts, okay. Na gut, dann gehen wir halt zurück. Können wir ein bisschen unser Inventar auch entschlacken. So, Freunde. Dann hoffen wir mal, dass die Viecher jetzt tot sind und tot bleiben, meine Güte, ey. Stehen immer wieder auf, ne? Die stehen immer wieder auf. Ja, na klar. Die stehen natürlich immer wieder auf. Ist ja klar, dass die hier immer wieder aufstehen müssen. Oh Gott. Lauf, Claire, lauf einfach. Ich will die jetzt hier weg haben. Kriegen wir die kaputt? Ich weiß es ja nicht. Kriegen wir die kaputt, die Dinger? Dass die tot bleiben? Ich will es mal hoffen. So, wir haben hier noch den Safe-Raum. Ach, und jetzt hat der PC Strom, oder was? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der PC jetzt Strom hat. Hier, der Raum ist so komisch grün. Aber nein, der PC hier hat auch keinen Strom. Hier sind nur nutzlose Bücher. Wartet mal, was ist denn hier jetzt noch? Weil hier hinter ist definitiv noch was, ne? Ihr seht das ja auf der Karte. Da ist ja noch ein Bereich eingezeichnet. Ja gut, okay. Wartet mal. Habe ich da irgendwas noch gesehen da hinten? Da ist doch so ein komisches L-förmiges Ding. Oder ist das nur so ein... Nee, das ist gar nichts. Okay. Gut, dann entschlacken wir mal unser Menü. Machen mal genug Platz hier. Die Kalaschnikow kann erstmal weg. Die Granatwerfer würde ich gerne behalten. Das Heilspray. Auch die Shotgun-Muni kann erstmal weg. Wir haben keine Shotgun. Na, ansonsten passt das, ja. Dann passt das. Gut. Dann gehen wir mal schnell wieder zurück zum Generator. Holen uns noch die Items da ab. Und dann sehen wir dabei in der nächsten Folge. Die steht immer wieder auf. Das gibt's doch nicht. Aber gut, wir können hier durchlaufen, habe ich das Gefühl. Wir können hier einfach durchrennen. Okay, das ist gut. Das ist natürlich gut. Ne, da können wir dann einfach durchlaufen, ja. So. Dann jetzt nochmal zurück da. Die ganze Heilung aufsammeln. Ja, und dann mal gucken, was uns hier noch erwartet. In der nächsten Folge dann. Oder den ganzen Raum jetzt nochmal absuchen, weil wir haben ja wirklich... Ach, erstmal noch hier dieser Tenshu-Bereich. So. Und dann mal gucken. Also ich denke, hier haben wir jetzt erstmal natürlich nichts mehr vor. Aber wie gesagt, hier haben wir noch ein paar Items, die ich noch haben will hier.
What? Da sind sie doch. Aha, genau. Die Kräuter hier, die möchte ich haben. Ich würde sagen, die würde ich dann auch zu einem Dreifachgrün mischen. Aber nur, wenn wir keinen Platz mehr haben. Wenn wir noch mehr Items hier kriegen und keinen Platz mehr dafür haben. So. Haben wir hier noch irgendwas drinne? Der Generator ist bereits aktiv. Hier war ja nur der Generator, ne? Okay, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Ah doch, da haben wir doch noch eins. Okay, da haben wir noch ein grünes. Ja, wunderbar. Gut, Freunde. Aber misch das trotzdem mal. Mach mal ein Doppelgrün. Ja, Doppelgrün ist nämlich auch nicht schlecht. Gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wie es hier weitergesehen wird, aber beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir jetzt mit dem eingeschalteten Generator machen können. Und da würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja. Wie es ja hier oben weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.